Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Die Sign am Start und heute mit einer Neuauflage meines Teleport-Videos, welches ich früher schon mal veröffentlicht habe. Ich muss immer wieder feststellen, dass jede Menge Leute diese Art der Schnellreise nicht nutzen und jede Menge Geld aus dem Fenster schmeißen, um eine Schnellreise zu machen. Als Beispiel, eine Schnellreise von Valentine nach Tumbleweed kostet euch 11 Dollar. Diese Kohle könnt ihr euch ganz einfach mit diesem kleinen Trick, den ich euch jetzt gleich zeige, sparen. Unter anderem sollten diese Schnellreise alle Leute, die gerne PvP spielen, auf jeden Fall nutzen, weil ihr so die Möglichkeit habt, euch auf die Schnelle zu einem der besten Kräuter-Hotspots in Red Dead zu teleportieren. Ein Video zu dem Kräuter-Hotspot habe ich auch gemacht, diesen werde ich euch jetzt oben rechts und unten in der Videobeschreibung verlinken. Kommen wir jetzt zum Teleport-Trick. Ich bin hier mit meinem Crewmember nach einer Runde Narrengold irgendwo im Nirgendwo gespawnt. Jetzt möchte ich natürlich so schnell wie möglich nach Valentine, um dort meine ganzen Kräuter zu farmen, um mir alle Arzneien, die ich benötige, herzustellen, um gleich in den nächsten Kampf zu gehen. Und das macht ihr dann wie folgt. Ihr drückt zuerst einmal die Optionstaste und geht runter auf Fortschritt. Dann drückt ihr einmal auf Story-Mission und je nachdem, welche Story-Mission ihr jetzt wiederholt, werdet ihr euch zu einem Punkt hin teleportieren. Welche Mission euch wohin teleportiert, das zeige ich euch jetzt mit diesem Bild. Ein Link, wo ihr euch das Bild absolut kostenlos runterladen könnt, werde ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung verlinken. Ich habe mich hier für die Mission zur Strecke gebracht entschieden. Wenn ihr mit jemandem in einem Trupp seid, könnt ihr dort einfach gleich die Mission starten. Ansonsten müsst ihr erst einmal eine Spielersuche starten und landet dann im Hauptmenü. Jetzt könnt ihr alle nochmal Munition kaufen und wenn du jetzt auf Verlassen gehst, wirst du schon an dem jeweiligen Teleportpunkt rauskommen. Der einzige Nachteil an dieser Art von Schnellreise ist, dass ihr jetzt in einer anderen Lobby spawnt und nicht mehr in derselben Lobby seid wie vorher. Falls ihr mal Probleme in der Lobby habt, ihr werdet von irgendeinem feindlichen Trupp gejagt oder irgendeine Person geht euch einfach extrem auf den Sack, dann könnt ihr euch jetzt damit natürlich auf die Schnelle wegteleportieren. Und natürlich könnt ihr jetzt auch so euch auf die Schnelle Munition kaufen. So Leute, ich hoffe doch, dass ich euch weiterhelfen konnte. Wenn es so war, lasst es mich doch wissen in Form eines Kommis, Likes oder Abos. Bis zum nächsten Mal, haut da rein, die Sign.